Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Abtauchen mit Plötzlich Wissen. Herzlich willkommen in unserem kleinen Livestream mit meiner lieben Kollegin. Wo ist sie? Da unten ist sie. Julia Schnetzer. Oh, schöne Grüße aus Bremen an alle. Und schöne Grüße aus Brandenburg. Und Inga ist leider heute nicht da. Die ist im verdienten Urlaub. Die muss ich mal ein klein wenig von Strapazen mit Plötzlich Wissen, aber auch von dem Zeug, was sie so treibt mit Kinderbüchern schreiben und so, ein klein wenig erholen. Und jo, ich frage mal. Hat sie sich auf jeden Fall verdient. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich frage mal wild in die Runde, ist der Ton okay oder sind wir zu laut? Ich habe gerade schon ein bisschen gesehen, ich war ein bisschen doll laut. Und ich hoffe, man kann das Spiel ein bisschen hören. So im Hintergrund, ganz leise. Sound ist super, das freut mich. Ja, Do1JLR, schön, dass du da bist. Hallo Horsti, hallo Litani, schönen guten Abend. Toll, dass ihr alle wieder da seid. Und ja, wir wollen ein bisschen weitermachen mit Beyond Blue. Und wie versprochen, haben wir natürlich auch wieder einen nächsten Versuch von dem Experiment, das jetzt schon zweimal nicht geklappt hat, aber so ist es in der Wissenschaft. Die guten Dinge sind drei. Ja, genau. Vorbereitet. Ja, diesmal bin ich dran. Ich bin gespannt, aber natürlich, wie sich das gehört, lernen durch Scheitern. Ich habe es auch vorher nicht getestet. Ich habe nur alles vorbereitet und ich hoffe, die Bildübertragung ist diesmal ganz gut, weil ich habe eine extra Kamera aufgebaut hier zur rechten Seite. Ich bin gespannt, wie das gleich werden wird. Aber ansonsten würde ich mal sagen, wir gehen zurück in unser Boot und schauen mal, dass wir ein bisschen was zusammengeschwommen bekommen, ne? Also so ein bisschen haben wir, ich wechsle mal gerade hier. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich meine, das ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, ne, dass wir das letzte Mal live waren. Oder vielleicht haben wir auch ein paar Zuschauer, die zum ersten Mal dabei sind. Also Beyond Blue, wir spielen eine Meeresbiologin, Mira heißt sie, glaube ich, oder? Ja, genau. Dame hier. Die ist irgendwie in so einem abgefahrenen U-Boot. Und geht ab und zu von dort auf Tauchausflüge und studiert, ich glaube, ihre Pottwale hauptsächlich. Ja. Und genau. Und das heißt, man schwimmt da rum und lernt dann ganz viel über Pottwale und andere Meeresviecher. Genau. Also hat quasi, ja, also hat so ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund das Spiel. Also man ist eben Wissenschaftler. Und genau, und es gibt dann auch Videos und so zu mit Hintergrundinformationen, wo dann irgendwie so kurze Geschichten über Meereswissenschaftler oder sowas gezeigt werden. Also bis jetzt haben wir auch erst eins geguckt. Wir gucken heute sicher nochmal eins. Genau hier, das ist unser Inventar, wo die ganzen Fische, die wir schon gefunden haben, eingescannt sind. Dann kann man sie sich nochmal genauer angucken, wie zum Beispiel diesen Kugelfisch hier. Ja, das war der Witzige. Ja, kann man mit Spaß haben. Er schaut schon echt ziemlich blöd. Genau, aber wollen wir uns gleich mal in die Fluten werfen, André? Ja, ich weiß noch gar nicht, können wir jetzt schon in die nächster Tauchgang nicht verfügbar? Schließe die Unterhaltung am Steuersitz ab. Wir hatten wir hatten seltsame Geräusche irgendwie gehört und deswegen sind die Pottwale verschwunden, die wir beobachtet haben. Und wir schwimmen immer rum und benutzen unser Unterwassermikrofon, um die Pottwale zu orten und da gab es plötzlich irgendwelche mechanischen Geräusche. Deswegen setzen wir uns mal hier hin und dann geht's in der Story ein bisschen weiter. So, letzter Tauchgang. Das ist eine Zusammenfassung von was wir entdeckt haben. Ah, genau, richtig, ja. Andrea, genau, Buckelwalgesänge.
Da haben wir irgendwelche Analysen gemacht und wir haben die Stressreaktion dieser Korallen da untersucht. Und genau, unbekannter Lärm aus der Tiefe war das eben. Und jetzt sollen wir Ren anrufen. Hey, it's Ren. Leave a message at the das ist beep. Unsere Schwester. Is there ja. actually a beep? Hey, Ren, why is your phone off? You said this was a good time to call. Ignore that. Someone was messing with my whales today. I was just hoping I could vent to you a little. So, und dann unserer Oma geht's nicht gut. Da kümmert sich gerade unsere Schwester drum. Und sie hatte einen Test in der Uni. Ich würde sagen, wir fragen erstmal nach Oma, ne? Hallo? Let me know if there's any update about Nana. Ooh, and we had a whale-a-palooza today. Anyway, give me a call when you can. The whales say hi back. Okay. Und jetzt können... Oh, ich hab's... Na, egal. Hä? Das war, ich höre den Ton so schlecht, ich muss immer mitlesen und das war schneller, als ich lesen konnte. Ja. Und jetzt André und Irina, das sind unsere beiden KollegInnen, die uns immer mit Informationen versorgen auf unserem... wir sind ja alleine in diesem kleinen Unterseeboot. Ingame-Sprache kann ein bisschen lauter, Horsti, sagst du? Okay. Das mache ich da mal gerade. Das machen wir doch gerne. Was sagen, musst du das im U-Boot machen? Das muss ich im U-Boot machen. Nein. Audio. Ich glaub, ich hab's. Mach mal Dialoge ein bisschen höher. So. Einstellung anwenden. Dankeschön. So, und jetzt muss ich mal wieder auf den Sitz gehen und die anderen beiden anrufen. Danke fürs Feedback, Horsi. Hey, Mirai. How are you? Doing all right. How are you feeling? Any better? A bit. I might finally be getting my sea legs. Next step, diving. One step at a time, Mirai. Okay, but I promise you, it'll change your life. Is Andre with you? No, just me. Andre is analyzing some sound files in the other lab. I think I may have upset him. Vielleicht lag es nicht an dir oder schon wieder? Ich würde sagen, vielleicht lag es nicht an dir. Ja, sehen wir mal. You upset him? Or that noise upset him, because it certainly upset me. He was overreacting, and I pointed it out. I was not overreacting. Andre, I didn't realize you were on. What did you find? This is video and audio from your last dive. And this is an analysis of the sound that spooked the family. And this sound is from a Canadian marine acoustic scientist. I think the findings are pretty clear. Ja. Ja, die Tonspuren klingen für mich gleich. The signatures sound the same to me. He gave me the same test. Andre, who is messing with my whales? Deep sea miners. Here? In the research zone? It's off limits to commercial activity. And when has that ever mattered before? We don't know that they're in the research zone. They may be just outside it. We knew they were doing an impact study nearby. What are they after? That might give us a clue. They're looking for rare minerals to make solar panels. Could the sound cause trauma to the whales? The acoustic specialist said it might push them to quieter hunting grounds, but was unlikely to cause acoustic trauma. So what's the move? We should use our mapping drone to investigate their activity. And this is where our debate turns into an argument. We need that drone to map the deep sea vents before Mirai dives there. The biochemistry of these vents is the perfect cocktail for creating new life forms. If there is illegal activity there, we have to stop it. Otherwise, there will be no life forms. Why spend our short time here policing rather than researching? Let's be scientists. Mirai, your dive, your call. Oh nein, was machen wir denn jetzt?
Also wir stehen vor der Entscheidung, ob wir die Drohne benutzen, um nach in der Tiefsee nach den Bergbauaktivitäten zu suchen, oder die Schlote, also schwarze Raucher wahrscheinlich, in der Tiefsee zu kartografieren, damit wir dorthin tauchen können. Also ja, wir müssen jetzt entscheiden, ob wir Wissenschaftler sind oder ob wir Umweltaktivisten sind. Mir fällt das gerade sehr... Ja. Das fällt dir schwer? Ja, mir auch. Wollt ihr uns nicht helfen? Chat, was sagt ihr? Also mein Herz schlägt sehr, also ich würde sagen, ich bin gespalten, 70-30, 70 für Bergarbeiter untersuchen, 30 und Schlote kartografieren, weil der Punkt ist, ja, Bergbau klingt spannender. Also ich bin auch so 60 Bergbau, 40 Schlote. Bergbau klingt spannender, ja. Horst hier hat sich schon geäußert. Wie sieht's mit euch anderen aus? Auf jeden Fall ist das, kann ich kurz ein bisschen was zum Hintergrund sagen, weil dieses Spiel ist ja sehr, geht auf Sachen ein, die ja tatsächlich passieren. Also dieser Tiefseebergbau oder Meeresbodenbergbau, wie man so schön sagt, das Spiel spielt ja irgendwie in einer nahen Zukunft. Irgendwie, keine Ahnung, 2035 oder 2030 oder sowas, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es schon einiges an Forschung gibt zur Tiefseebergbau. Da gab es nämlich eine Studie, wo Deutschland auch krass dran beteiligt war. Unter anderem hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung das gefördert. Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie war mit dabei, Geomar, Alfred-Wegener-Institut, Marum und Senckenberg-Forschungsinstitut haben mit dem Forschungsschiff Sonne eine Fahrt ins Peru-Becken im östlichen Pazifik gemacht und dort Tiefseeuntersuchungen gemacht. Unter anderem haben sie quasi Furchen, also schon vor Jahrzehnten, glaube ich, wurden schon mal Furchen dort in den Meeresboden gezogen und es wurde von diesen WissenschaftlerInnen dann untersucht, ob sich innerhalb von 15 Jahren oder so diese Furchen verändert haben. Und das, was sie rausgefunden haben, ist, dass es halt tatsächlich in so großen Tiefen, Tiefsee ist so 4000, 5000 Meter, korrigier mich, Julia, wenn ich was Falsches sage, und ob sich da halt irgendetwas ändert, wenn man den Meeresboden umwälzt. Und sie haben halt festgestellt, dass sich so gut wie gar nichts ändert und dass sehr, sehr viel Sediment aufgewirbelt wird und dass quasi, wenn dort Veränderungen am Meeresboden gemacht werden, also Veränderungen, also wenn Dinge nach oben geholt werden, wird so viel aufgewirbelt, dass definitiv Arten aus ihrem dort bestehenden Ökosystem vertrieben werden und an dieser Stelle eigentlich über die nächsten Jahrzehnte nicht zurückkehren, wenn überhaupt. Und dass es ein Rieseneingriff ist. Im Prinzip ist es wie ein Tagebau unter Wasser, aber dort gibt es kaum Strömungen und es dauert sehr, sehr lange, bis der aufgewirbelte Schlamm sich wieder absetzt. Das wäre so, als wenn jemand Tagebau über Quadratkilometer irgendwo auf dem Land ansetzt, aber die Staubwolke bleibt jahrzehntelang über der Grabungsstätte stehen und wird nicht durch den Wind weggetragen. Also so kann man sich Tiefseebergbau vorstellen. Also die Ergebnisse der ersten Erforschung sind halt, dass es massive Eingriffe in das Ökosystem gibt mit kaum abzusehenden Folgen fürs Ökosystem. Und ich habe mal einen Vortrag gehört von einer Professorin vom Senckenberg-Forschungsinstitut und die meinte auch so, wenn das gemacht wird, werden 30-40% der Arten, die dort vorkommen, aus dem Ökosystem verschwinden. Und um es effizient zu machen, muss man quadratkilometerweise abbauen. Das ist so ein kurzer Überblick darüber, was Tiefseebergbau ist. Deswegen, ich bin jetzt auch gespannt. Also ich sehe auch, Litani sagt, sagen wir Bergbau. Also gehen wir mal dahin. All dive in the vents without a map. Nobody messes with my whales. Okay,
jetzt müssen wir Ren noch schreiben, also unserer Schwester. Dann machen wir das mal. Hey, Mariah. Sorry, I missed you. Misplaced my phone. Whale-a-palooza? Is that a real thing? Tell whomever annoyed you, I'm coming for them. Hey, nobody messes with our whales. Does your submarine have sonar? Maybe you can find the bad guys with that. No word on Nana's thing yet. Miss you. Okay, nächster Tauchgang. Okay. Bereit zum Tauchen. Endlich. Yeah. Endlich. Ja, genau. André, noch, ich kann noch ergänzen mit dem Tiefseebergbau. Also eine Sache, die da zum Beispiel auch abgebaut werden soll, sind Manganknollen. Ja. Das kann man sich wirklich so vorstellen, wie so runde Steinknollen, die da rumliegen. Und die sind halt auch ein ganz wichtiges Substrat für Tiere, also die da drauf wachsen oder drauf leben. Also damit nimmt man denen auch einen Lebensraum weg. Ja, Manganknollen. Oh, ich quatsche über unsere Protagonistin, die gerade was erzählt hat. Entschuldigung. Manganknollen, wo habe ich das denn? Also, Tiefseeknollen sind super. Also, sind ein wichtiger Lebensraum, aber halt auch interessant, weil sie interessante Metalle enthalten, auch teilweise seltene Erden und wichtige Rohstoffe, also Kupfer, Kobalt, Zink, Nickel. Es gibt einen Eisenanteil von 15%, aber der ist gar nicht so interessant, aber halt auch teilweise seltene Erden. Also das macht sie so interessant. Okay, dann machen wir jetzt mal fortfahren. Hi, Provolution. I'm in and hey, okay. Provolution. I always feel like I'm swimming genau richtig, in place in the open ocean. Okay, wir sind jetzt im freien Wasser, so wie es aussieht. So. Think the explorer drones will flag me as biodiverse? You're not what they're looking for. That's what everyone says. Da waren Fische. Na, kann ich nicht scannen. So, wo muss ich hin? Ich werde schon wieder abgelenkt. Da. So, wir sind jetzt anscheinend vom Atoll weg in den freien Ozean. Und das ist unsere Sonarboje, mit der wir Sachen orten können. Oh, guck mal. Das sieht ein aus Mondfisch. Wie ein Mondfisch. Ich hoffe, die sehen wir auch gleich noch. Wir können nachher ins, also wenn ihr wollt, wir können nachher, wenn wir wieder ins U-Boot gehen, dann kann ich mal den Hassbrief auf den Mondfisch vorlesen, wenn ihr wollt. Der ist sehr witzig. Man lernt was dabei und der ist auch sehr lustig. Ja, also wir haben irgendwas, da hinten ist ein Wal, hier haben wir irgendwas Unbekanntes gefunden und hier... Hey, a newcomer. Now to get there before the noise from Andre's minor friends scares them all away. You want to raise my blood pressure? Oh! I was not expecting to find orcas here. Ein Orca? Top of the food chain, just like us. Minus the urge to destroy ourselves. Was haben die denn für weiße Markierungen da oben? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Ich habe noch nie einen Orca. Was ist das? Das habe ich noch nie an einem Orca gesehen. Diese weißen Tribals. Das schaut aus wie ein Arschgeweih. Die haben Arschgeweihe, die Orcas. Ja. Und das hier ist ein Mondfisch. Ja. Yeah. Auf Englisch heißt der Sunfish. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber auf Lateinisch heißt der Mola Mola, was ich eigentlich einen sehr coolen Namen finde. Ja. So, hier haben wir noch... Oh, das sind der Hammerhai. Das ist ein Hammerhai. Alter, das ist ja alles. Ja. Ja, die haben ein Wissenschaftsgebiet da, ey. Da würde ich auch mal gern tauchen. Dann würde ich nochmal zu dem anderen... zu dem anderen Fisch, den wir da haben. Das ist noch ein Wal, ne? Wal, ja. Um da irgendwas zu scannen. Und dann gehen wir zu dem Fragezeichen.
Da ist noch mehr. Da ist noch ein kurz, Fisch. Bisschen, guck mal kurz ein bisschen links. Ja? Der Ding? Ah, ah nee, ist weg. Nee, okay. Nee, ist weg. Ich dachte, da wäre ein Schwertfisch, aber ich sehe es nicht mehr. So, und hier haben wir... Da ist ein Manta. Manta-Rochen? Ist das richtig? Ja. Okay. Und hier haben wir... Group Survey. Buckelwal. New or repeat? Oh, wenn, schwimm mal näher an den Buckelwal ran. Ja. An seinen Kopf. Ah, nicht umdrehen, Dicker, ey. Und dass der sieht... Ach, jetzt habe ich wieder meine Drohne. Ja, also, gib mal den Kopf. Ja. Aber man sieht das jetzt leider da nicht, die haben das nicht mit drin. Aber ihr kennt das vielleicht bei Buckelwalen, dass die manchmal so weiße Stellen am Kopf haben. Und das hat man vor allem auch, boah, jetzt muss ich gucken, wie sie auf Deutsch heißen, bei Right Whales. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Das muss ich jetzt mal nachschauen. Ich weiß, auf Englisch heißen sie Right Whale, und zwar, weil sie die richtigen Wale zum Fangen sind. Auf Deutsch heißen die Glattwale, genau. Oder Nordkapper. Oder Südkapper, je nachdem, wo sie sind. Im Norden oder im Süden. Also die Arten. Genau, die wurden besonders gern gefangen, weil die halt sehr viel Fett haben. Und das war eben interessant, was man haben wollte, weil das Fett eben verarbeitet wurde zu Öl und für Lampen und so Zeug. Und genau, und diese Right Whales, die haben eben auch diese weißen Pattern im Gesicht, und das sind eigentlich Stellen, wo alte Haut quasi nicht abfällt, sondern irgendwie hängen bleibt. Warum das so ist, weiß man nicht. Interessanterweise sind das irgendwie so Stellen, wo wir Menschen zum Beispiel Haare haben, also so ne, irgendwie, wo Augenbrauen wären oder auch so um den Mund, also wo quasi ein Bart wäre, da sind diese Stellen. Und was halt spannend ist, dass an diesen Stellen, die sind weiß, weil die so voll mit Läusen sind. Oh. Und zwar also mit Walläusen. Das heißt, das sind nicht die gleichen Läuse, die wir in den Haaren haben, weil das sind Insekten, sondern diese Walläuse gehören zu den Krebstieren. Also sind keine Insekten. Und genau, die leben da drauf, die ernähren sich eben auch von diesen alten, abgestorbenen Hautpartikeln und fressen aber auch so das Plankton, was ihnen irgendwie entgegenschwimmt. Guck mal. Und das ist alles ziemlich interessant, also weil das ist auch für die Forschung interessant. Und zwar ist es so, dass diese Läuse eben nicht schwimmen können. Das heißt, und frischgeborene Wale haben das eben nicht. Und die kriegen dann die Läuse irgendwie über ihre Mutter, weil die können quasi nur bei Hautkontakt rüberkrabbeln. Ah. Und dadurch, dass es nur bei Hautkontakt geht, bleiben eben diese Läuse in einer Walfamilie und wechseln nicht zwischen anderen Walen. Das heißt, man kann sich halt die quasi Geschichte und Walfamilienstrukturen anhand der Genetik dieser Läuse angucken, als Wissenschaftler. Und zum Beispiel, da gibt es eine Story, dass sie mal ein Buckelwal-Baby gefunden haben. Und von den Läusen konnten die dann darauf schließen, dass dieses Buckelwal-Baby wohl irgendwie verwaist ist und ein Nordkapper-Baby, also ein Right Whale-Baby. Und das war verwaist und das wurde von Buckelwalen aufgezogen. Und das konnte man anhand von diesen Läusen feststellen. Und ja, und warum die da sind, weiß man nicht. Also sie tun den Walen nichts. Aber ob die irgendeinen Vorteil bringen, weiß man nicht genau. Also es gibt eine Theorie, dass die eventuell den Walen bei der Futtersuche helfen. Und zwar ist es so, dass Wale halt auch so kleine Härchen im Gesicht haben, mit denen die Wasserbewegung wahrnehmen. Und diese Läuse sitzen quasi auf den Härchen. Und weil die Läuse eben sich auch bewegen können, also in gewissem Maße, und so Plankton sich herholen können, ist eine Idee, dass die Wale das spüren über die Haare und dann merken, ob das Wasser planktonreich ist oder nicht, je nachdem, wie sich die Krebse bewegen. Also ist so eine Theorie. Und jetzt wisst ihr etwas über Walläuse. Ja, und die seltsamen Geräusche, die wir aufgefangen haben, gehören zu dieser Lederschildkröte. Die ich jetzt auch wieder kennen muss. Achso, oben drauf. Die Steuerung ist immer noch. Ich hab's so langsam raus.
you think your turtles are making a comeback? Well, I wish I could be optimistic. It's just as likely our turtle is taking the long route home to somewhere else. Die werden riesig, diese Lederschildkröten, ne? Was haben wir denn hier? Nochmal ein Mondfisch. Das ist wieder Mondfisch, plus von einer anderen Perspektive. Ja. So, und da hinten haben wir jetzt noch was, wo wir noch nicht waren. Viel, ne? Tümmler. Okay. Achso, das sind unsere Orcas, aber da waren wir noch nicht. Mhm. Ich habe nur ein paar davon gescannt und Hammerhaie. Okay. Die Arschgeweih-Orcas. Ja. Ich versuche hier mal alles mitzunehmen. Schwertwale scannen, 3 von 3. Und dann Zoom scannen, um Geräusche aufzunehmen. Also. Wie mache ich denn Zoom scannen? Keine Ahnung. Die sind ganz schön schnell. Ja. Ja, und Ding, Schwanz. Ah. Ich kann das nicht mit jedem tun, anscheinend. Muss den richtigen finden. So. Achso, Geräusche aufnehmen. Hier vorne. Oh, eine Kamera. To you too. Okay. Und das Arschgeweih. Has anyone been tracking them? I'm still waiting to see if there's a match. Habe ich noch nie gesehen. Huh. Das sind so weiße Markierungen da hinten. Orcas gehören übrigens zu den Zahnwalen, genauso wie Delfine, weil sie Zähne haben. Das haben wir gerade vorhin schön gesehen. Ja. So, und hier da hinten war irgendwas Mysteriöses. Wahrscheinlich wieder zurück zur Boje, wenn ich das... Geh mal aus dem Dings raus. Aus diesem Scan-Modus, genau. Und ein Delfin begleitet mich. Feels like my birthday. Oh. And that buoy is my present. Hope it's better than my last birthday. Dare I ask? My sister got me jeans that were mine for about a week before they wandered off, never to be seen again. A mystery, I tell you. Na? So. So. Did you not charge any of these batteries before you put the sensor in? It's not a battery alarm, it's the drone. So, da hinten sind nochmal Tümmler wahrscheinlich. Da auch. Schwertwal? Hä? Schwertwal stand da. Ah. So schnell habe ich das nicht gesehen. Okay, dann fliegen wir mal dahin. Und das klang gerade wie ein Discord-Geräusch von mir. Hello, I just met your friends. Ah, ein neuer. Also, sie redet mit dem Wal, ich dachte. So, jetzt muss ich wieder mit der kleinen Drohne Sachen scannen. Pretty low weight. Irina, do you think this one could be sick? I'm honored you believe I could tell from this distance that my knowledge of disease extends to all species. Fair enough. So, und wieder die Flosse. Are you sure no one's tracking them? Nothing has turned up. Okay. So, das haben wir erledigt. Jetzt würde ich sagen zu dem anderen. Ja. Oh, stimmt, mal eine Frage in den Chat rein. Hat eigentlich jemand von euch das Experiment selber mal ausprobiert? Wir haben nichts gehört, André, oder? Hat sich jemand nichts mitbekommen. Stimmt, ich weiß nicht. Irgendjemand wollte es doch ausprobieren mit seinen Kids, aber ich weiß gerade nicht mehr wer. Ja, genau. Pingu, glaube ich, kann es sein. Ja, das kann gut sein.
zu Weihnachten oder sowas. Aber er ist gar nicht da. Ja. Dolphins. Always showing off. Hey, Andre, can you make your Manta drone do synchronized swimming? Guess we'll see. So, und den soll ich wieder mit der Drohne scannen. Nur wo? Da. Let's log you in. Okay. Das war ein sehr hohes Fiepen. Ja, da ist wieder. Da ist wieder ein. Ich fahre mal, weil Julia hat eine schöne Geschichte vorbereitet oder gefunden, dass wir uns den Mondfisch, den können wir auch uns im Hologramm im U-Boot genauer angucken, aber das ist ein Mondfisch. Die sind ziemlich groß. Hey, die können, glaube ich, so bis 3 Meter werden. Ja. Okay, dann machen wir doch mal hier. Oh! You're right. That is definitely not a dead battery. Unless we're using whale sharks as batteries now. Ein Walhai. Den müssen wir auch mit der Drohne scannen. There's already a tag on it. Then scan the tag. Sure, like that was obvious. I'm leaving another tag. Okay. Der Walhai, voll mit Tags. Ja. Hast du den anderen Tag gescannt? Nee, noch nicht. Die Steuerung ist immer noch ein bisschen kontraintuitiv. So. Much better than a dead battery. Ich werde besser. Ja, ist nicht schlimm, André. Okay. Horsti hatte keine Farbe, weil es keine Plätzchen gab, deswegen konnte er das Experiment nicht machen. Oh. Hier haben wir noch mehr Hammerhaie. Warum gab es keine Plätzchen? Das ist doch traurig. So. Ja, wirklich. So, jetzt müssen wir zur Boje zurückschwimmen. Okay, das ist natürlich doof. Ich werde mein Bestes probieren, das Experiment gleich zu einem Erfolg zu führen. Aller guten Dinge sind 3. Hoffe, das klappt. Bin gespannt. Ah, okay. Gegen Bluthochdruck, deswegen keine Plätzchen. Das ist vernünftig. Auf Plätzchen kann man weglassen oder sehr in Maßen. Aber wenn man welche da hat, dann ist gefährlich. Ich kann das nachvollziehen. So, jetzt scannen wir nochmal mit der Boje. Mal gucken, ob wir unsere seltsamen Tiefseebergbauer finden. Andre, the buoy is glitching. I don't know what range you've set, but I think I'm hearing all the animals in the Pacific. Yeah. Too many sound signals for the software to keep up. I don't know what kind of party I'm crashing, but pretty sure I'm gonna love it. What is happening? It's a bait ball. Humpbacks? Oh. Orcas? Very unusual, but everyone's gotta eat. Are you safe, don't you? I'll try not to be mistaken for a fish. Ein Baitball. Davon hast du uns schon mal erzählt, als wir Abzu gespielt haben, ne? Ja, ein Baitball. Stimmt. Of course genau, Dolphins show up. Never like being left out of the action. Große Schwärme von wahrscheinlich Sardinen, die da zusammengetrieben werden von ganz vielen Tieren und dann aufgefressen werden. Das ist ein hartes Leben. Für Sardinen. Und die Wale spielen mit? Ein alle, Buckelwal? Alle machen mit. Ist ein Buckelwal, ernährt er sich auch von so kleinen Fischen? Ja, Buckelwale essen so kleine Fische. Okay. Da gibt's, also man kann halt auch tauchen mit so Baitballs. Da gibt's zum Beispiel vor der Küste vor Südafrika. Da kommen die Sardinen in der Regel auch, das nennt sich dann Sardine Run. Und dann kannst du rausfahren
und damit tauchen. Und ich glaube, das ist wirklich extrem spektakulär, aber auch ganz schön wild. Und man muss auch aufpassen, ne? Weil da eben alles rumschwimmt, wie man da auch sieht, ne? Haie, Wale, sonst was. Und da muss man schon aufpassen, dass man da nicht auf Versehen auch mal was abbekommt. Vor allem oben kommen dann noch die Vögel reingeflogen. Ja. Also muss man auch auf seinen Kopf aufpassen. Und da gibt es auch im Internet, ich weiß nicht, da ich vor ein paar Jahren auch mal so ein krasses Video, auch einer fast von einem Wal verschluckt wurde. Die kamen gerade aus dem Wasser, jemand hat von oben vom Boot gefilmt. Die wollten gerade zum Boot raus und dann kommt plötzlich direkt neben ihnen wirklich so ein Walmaul. So. Oh Gott. Nichts passiert, aber ich glaube, der Neoprenanzug musste danach gewaschen werden. Ja. Okay, ich soll jetzt hier hinschwimmen. Da scheinen unsere Pottwale zu sein. Hey, Gabriela, schieb! Es ist nicht unbedingt zu sicher, da durchzuschwimmen. Man muss wirklich ein bisschen aufpassen. Ach ja, stimmt, frohes Neues allen. Das haben wir gar nicht gesagt. Ja, frohes Neues, um Gottes Willen. So, sind das unsere Pottwale? Ah. Ja, sieht so aus. Übrigens auch Zahnwale, weil Zähne. Biologie kann so einfach sein. Hallo, Gabriela-Schieb. Ja, ich glaube, Pingu fehlt. Or am I just getting faster at tagging? No, definitely fewer. But maybe the others are hunting. No, no, don't leave me. Ich glaube, er meint Inga. Okay, ready for Inga fehlt leider auch. Inga ist im Urlaub. Ja. Inga ist im Urlaub. Im wohlverdienten. Okay, da oben ist noch... Der taucht gerade ab. Da sollten wir nicht hinterher. Und den sollen wir jetzt noch scannen. First attempt to speak whale. Hopefully I won't offend her. Versucht mit dem Baby zu sprechen. Echo clicks. I could feel it across my body. Just checking me out. First contact. She zoom scanned you. You have no idea what that felt like. She was looking right at me. Whew. You have no idea. Okay. Stimmt, was da steht. Okay, jetzt sind wir wieder im... Wir können uns ein neues Video ansehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir können uns einiges ansehen, was wir jetzt gerade gescannt haben. Du hast gesagt... Oh, da ist jetzt auch ein Mondfisch vorm Fenster. Hä? Ja, ich muss ihn wieder raussuchen, aber den habe ich gleich. Ja, wir haben 4 Mondfische gescannt. Hallo. Da ist von Mondfischen habe ich ein abgefahrenes, ein riesiges eingelegtes Exemplar im Naturkundemuseum in Wien gesehen. Also das ist wirklich größer als man selbst. Und der Schädel ist halt irgendwie so, der halbe Kopf, da wo die Flosse rauskommt, dieses Bucklige ist alles Schädel. Und das ist halt quasi ein Skelett gewesen, was in Hunderten von Tonnen Alkohol geschwommen hat. Also, aber Julia, ich bin total gespannt. Du hast gesagt, es gibt eine geile Geschichte über den Mondfisch, beziehungsweise einen Text, den du gerne erzählen wollen würdest. Ich muss ihn vorlesen. Er ist halt ein bisschen länger, aber er ist witzig. Ja, hau rein.
Okay, also ich glaube, es wurde mal bei Reddit gepostet oder so. Also vielleicht kennst du es auch ein bisschen. Okay, ich schalte mal um in die Ansicht, dass ich dich ab und zu größer machen kann. So. Ja, es ist aber auf Englisch, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr alle Englisch könnt. Ich hoffe es. Okay. The Mola Mola Fish. Also, das ist der Mondfisch oder auf Englisch heißt der Sunfish. Ich sag das hier nochmal, weil das Wort wird wahrscheinlich nochmal vorkommen. Also auf Englisch heißt der Sunfish. They are the world's largest bony fish, weighing up to 5,000 pounds. Das ist ganz schön viel. And since they have very little girth, that just makes them these absolutely giant fucking dinner plates that God must have accidentally dropped while washing dishes one day and shrugged his shoulders at because no one could have imagined this would happen. And with no purpose, every pound of that is a wasted pound and every foot of it, 10 foot by 14 foot, is wasted space. They are so completely useless that scientists even debate about how they move. They have little control other than some minor wiggling. Some say they must just push water out of their mouths for direction. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. They could use their back fin, except guess what? It doesn't fucking grow. It just continually folds in on itself. So the freaking cells are being made. This piece of floating garbage just doesn't put them where they need to fucking go. So they don't have swim bladders. You know, the one thing that every fish has to make sure it doesn't just sink to the bottom of the ocean when they stop moving and can stay right side up. This creature that can barely move to begin with can never stop its continuous tour of idiocy across the ocean or it will fucking sink. Except when they get stuck on top of the water, which happens frequently, because without the whole swim bladder thing, if the ocean pushes over, the thinnest but largest, most toppable fish on the planet, this shit out of luck. There's no creature on this earth that needs a swim bladder more than this spit in the face of nature. And yet, some scientists have speculated that when they do that, they are absorbing energy from the sun, because no one fucking knows how they manage to get any real energy to begin with. So they need the sun, I guess. But good news, when they end up stuck like that, it gives birds a chance to land on their goddamn island of a body and eat the bugs and parasites out of its skin, because it's basically a slow migrating cesspool. Pros and cons. Das haben wir vorhin auch gesehen im Spiel, da lag der eine auch so oben an der Oberfläche rum. Stimmt, ja. If they are so huge, they must at least be decent predators. No. The most dangerous thing about them is, as you may have guessed, their stupidity. They have caused the death of one person before, because it jumped on a boat, on a human. And in 2005, it decided to relive its mighty glory days and do it again, this time landing on a 4-year-old boy. Luckily, Brian sustained no injuries. Way to go, fish. Great job. They mostly only eat jellyfish, because of course they do. They could only eat something that has no brain and possibility of drifting into their mouth, I guess. Everything they do eat has almost zero nutritional value. And because it's so stupidly fucking big, it has to eat a ton of this almost no nutritional value stuff to stay alive. Dump. See that ridiculous open mouth? This is actually why this is my favorite picture of one and I have had saved it on my phone for 3 years. Okay, das sehen wir jetzt leider nicht, aber wir sehen den Mondfisch im Spiel. Ich glaube, das reicht. Oh no, what could have happened? How could this be? Do not let that expression fool you. They just don't have the goddamn ability to close their mouth because their teeth are fused together. And you know what? It is good it floats around with such a clueless expression on its face because it's in fact clueless as all fuck. They do sometimes get eaten though, but hardly. No animal truly uses them as food source because instead, which has led us to set photo, will usually just
just maim the fuck out of them for kicks. Seals have been seen playing with their fins like frisbees. Probably the most useful thing to ever come from them. Wow, you raised some good... Ah, okay, ne. Okay. Wow, you raised some good points here. Wow, you raised some good points here. This fish truly is proof that God has abandoned us. Yes, thank you. But if you're so bad at literally everything, why haven't they gone extinct? Great question. Because this thing is so worthless, it doesn't realize it should not exist. It's so unaware of literally fucking everything that it doesn't realize that it's doing maybe the worst fucking job of being a fish. Or debatably the worst job of being a cluster of cells than any other cluster of cells. So what does it do? It lays the most eggs out of everything. Besides some bugs, there are some ants and stuff that you all more know. It will lay 300 million eggs at one time. Oh God. 300 million eggs. It survives because it would be statistically improbable, dare I say impossible, that there wouldn't be at least one of those 300 million, that is each time they lay eggs, left surviving at the end of the day. And this concludes why I hate the fuck out of this complete failure of evolution, the ocean sunfish. If I ever see one, I will throw rocks at it. Oh God. Oh mein Gott. Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, dass man einen Fisch so sehr hassen kann. Aber nein, das ist witzig und es ist voll mit wissenschaftlichen Fakten über den Mondfisch. Ja, Pingu ist da. Hallo. Ja. Hey, Pingu, wir sprachen über dich. Aber nur Gutes. Pingu, hast du das Experiment mit deinen Kindern gemacht? Ich glaube, du warst das, ne? Ja. Ah, Entschuldigung, Guriashib, du warst das. Hast du das Experiment mit deinen Kindern gemacht? Ich habe Kinder seit. Naja, vielleicht. Du hast es nicht geschafft. Vielleicht ein andermal. Ja, wir werden es auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall heute den dritten Versuch starten. So, und ich muss jetzt, glaube ich, vorne wieder mit Menschen sprechen, bevor wir in den Tauchgang reingehen. Aber ich sehe jetzt gerade 2048. Ich würde sagen, wir machen nochmal gerade hier ein bisschen Story und dann kleines Päuschen. Dann kann ich mich vorbereiten und dann kann ich das Experiment starten. Das so, genau, wir haben jetzt noch unseren Wissenschaftler-Kollegen André hat uns eine Nachricht hinterlassen. Bad news. The drone we had tracking that intrusive noise, it's gone. Lost contact hours ago. I'll keep monitoring the hydrophones for that noise, but as of now, unless the drone resurfaces, that's all we've got. Okay. Wir haben etwas herausgefunden, dass das eventuell Tiefseebergbauaktivitäten sind, die unsere Walschule da gestört haben und so. Oh Gott, Pingu ist eine Seepocke, der hat keine Kinder. Interessant. Die Seepocken haben euch nachhaltig beeindruckt. Ich sehe schon, das ist großartig. Okay, dann rufen wir mal Irina an, unsere andere Wissenschaftskollegin. Anyway, I assume you've heard that Andrea lost a drone. Yeah, bad break. Did we get any usable data from the drone before it went missing? You'll have to ask Andre. He hasn't given me an update. I think he's upset that I suggested we'd still have the drone if we used it for its original purpose. It's crazy that we only have one mapping drone. If this were a space mission, we would probably have 100. You sound a little frustrated. Is that with Andre or the drone situation? Both. Das ist verständlich, würde ich sagen. Ja, die zicken sich irgendwie so ein bisschen an, ne? Ja. Yeah, his passion can sometimes be overwhelming. I just wish he wasn't so cold with me. Just because I turned my prior research into a successful biotech business. Not every company is evil.
Okay. Hat es Spaß gemacht, eine Firma zu leiten? Okay, sie hat ausgegründet aus ihrer Forschung anscheinend. Ich würde sagen, das ist nichts Persönliches. Nimm. Ist mir egal. I know. Those miners have him agitated. It's nothing personal. Hopefully that's true. Was that a yawn? Did you get any sleep? Not really. Between the drone and staying up to chat with my daughter, I spent most of the night staring out of my cabin window at the moon. My grandmother loved to take me free diving in the moonlight. It was magical. It's like the whole ocean glows. Sounds like a fun grandmother. She was. Is. She's alive, but suffers from dementia. Sorry to hear that. Thanks. Nana moved in with us after our mom died. I was 12. Ren was 4. Are you and your sister close? Definitiv. Ja, würde ich schon sagen. Definitely. Yeah, most of the time. It's complex right now. Where is your daughter? She's at university in the UK. What is she studying? Pre-med. But she also has a passion for music. She has been playing in the same indie band for years. What's her music like? Hard to describe. I'm sure Sophie would love for you to check it out. I'll send you her latest single. Ooh. Isn't your sister also at university? My sister, took a break for a few years. But she's back now. There's a story there. Not my business. Hart, aber herzlich. Es sind nicht harte Worte. Sie ist doch irgendwie nett, finde ich. It's just hard sometimes for me not to want to take the wheel when I see her swerving. Does she want your help? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen bisschen weg, dass die beiden jetzt plötzlich Family Business bequatschen, während wir auf so einer krassen Tauchmission sind, aber naja, das gehört auch dazu. ich hätte Angst, dass sie sich von mir abwendet. I push her to do better, but honestly, I think that just pushes her away. You sound like me talking about my daughter. Yeah, complex. People are messy. That's why I study whales. Speaking of which, I better get prepped for our next dive. Yeah. Catch you later. Yes, of course. Okay, und jetzt können wir noch mal Ren anrufen. Ich will noch mal kurz sagen, Irina wird gesprochen, das habe ich im letzten Stream auch schon gesagt, von Mila Furlan. Die hat Dylan in Babylon 5 gespielt. Wer so alt ist, dass er Babylon 5 noch kennt. Aber für mich war das eine der wichtigsten Science-Fiction-Serien überhaupt. Aber ich bin halt auch schon ein alter Sack. Was sie schreibt gerade, es flockt irgendwie komisch aus im Hintergrund. Ich weiß nicht so genau, was er damit meint. Also die... Also verstehst du. Die Meeresszene da hinten, ne? Also... Ach so. Ja. Ach so, ja. Ja. Pingu bezeichnet andere Leute als alt, glaube ich, ja? Okay, rufen wir mal kurz unsere Schwester an. Dann können wir gleich tauchen gehen. Hi, Mirai. It must be late there. That's okay. I'm on dive time. I showed Nana the highlights from your live stream. Ja. Ich weiß nicht, ob sie dich erkannt hat. Nee. Nee. Dann bist du nur traurig über die Antwort. Did she like the whales? Oh, it's hard to know. She did huff at the dolphins, though. Ich habe dir so gerne diese Geschichte vorgelesen. Ich habe nichts anderes von ihr erwartet. Jetzt, wir bonden jetzt mit der Schwester. Ja, ne? Ich habe dir so gerne diese Geschichte vorgelesen. She used to read you that story every night. Yeah, you told me that, but I don't really remember.
Are you doing okay with her? Kind of. You do this better. Did you want to talk about next semester? When you get back. It's complex. You know, I can look at coming back earlier. That's crazy talk. Go speak to your whales. Gonna try. Catch you later. Okay, nächster Tauchgang. Na also. So, Guerilla Schieb sagt, ich habe Star Trek TNG und DS9 geschaut. Babylon 5 habe ich nur ab und an gesehen. Wenn du Zeit hast, tust dir noch mal rein. Das ist, es ist toll. Ich habe also, Babylon 5 auch nicht gesehen. Julia, du bist auch jünger als ich. Ist okay. Aber nicht so viel jünger. sollen wir kurz Pause machen vorm Tauchgang? Ja. Kurze Pipi-Pause? Ja. Wir machen eine kurze Pause und nach der Pause, ich werde das, dann schalte ich jetzt schon mal um. Ich werde mal ganz kurz auch zeigen, ich gehe nochmal in den anderen Dings rein und zeige dann mal gerade, ich muss hier nur kurz die Kamera umstellen. Und kann dann mal zeigen, was ich hier schon vorbereitet habe. Hallo. Unsere Wanne. Und ich werde dann jetzt mal hier den Kühlakku. Ah ne, es wäre vielleicht noch keine gute Idee, den vor der Pause reinzulegen. Nee, mach den noch nicht. Das kühlt zu schnell runter. Mach das davor, kurz davor. Genau. Also hier haben wir einen Kühlakku. Wir haben wieder Wasser vorbereitet. Und ich habe rote Farbe angemischt. Hier, rote Lebensmittelfarbe. Muss ich nochmal umrühren. Und ich habe blaue Farbe besorgt. In Form von Tinte. Und dann werden wir versuchen, ob wir das Experiment dieses Mal hinbekommen. Ich schalte mal wieder zurück, dass ihr mich nochmal sehen könnt. Hallo? Oh Gott, nicht so groß. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen ein kleines Päuschen. Und zwar, was würdest du sagen? Wir haben jetzt 22:58, würde ich sagen, 21:08 geht's weiter. 10 Minuten? Also mir reichen 5. Ich weiß aber nicht, wie lange du brauchst mit deiner Vorbereitung. Nee, ich brauche ein klein wenig mehr. Die Uhr zeigt jetzt 9 an, sind 9 Minütchen. Ja, wir machen wieder Knopfhoff, auf jeden Fall. Zum Zuhause nachmachen mit einfachen Mitteln. Also, kurze Pause. Ich mache euch in der Zwischenzeit ein klein wenig die original von Frau Dr. Julia Schnetzer gedrehten Tauchvideos an. Alle mundgeklöppelt und selbst gedreht hat sie die. Und um 21:08 sind wir zurück und dann machen wir das Experiment und dann gehen wir wieder mit unserer Protagonistin tauchen. Also, bis gleich. Bis gleich.